Liebes Silberbrotpaar, liebe Gäste, wir vom Herrenverein haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, den heutigen Abend künstlerisch mit zu begleiten und haben weder Kosten noch Mühe gescheut und uns wirklich Gedanken gemacht, wie wir diese schöne Feier noch veredeln können. Wir bedanken uns für die Einladung. Wir haben natürlich auch wieder Einladung gekriegt. Ja, bitte. Ich bitte um Nachsicht, dass hinter der Bühne noch Mitwirkende zurzeit mit Vorbereitungen beschäftigt sind. Das wird unser absoluter Höhepunkt unserer Darbietung werden. Und das ein oder andere alkoholische Getränk wurde schon zu sich genommen, um die Nerven der Darbieter und Darsteller zu beruhigen. Dieser Bühnenvorgang, Vorhang ist übrigens das Original aus dem Bolschoi-Theater in Moskau. Zu lachen gefasst. Präsentiert durch zwei prima Ballerinas aus dem Ballett-Ensemble. Aus dem Ballett-Ensemble der russischen Staatsoper. Ein Applaus für Bogdana Gruselowskaja und Olga. Beide bekannt aus dem Tschaikowski-Ballett-Kunstklassiker Schwanensee. Bogdana und Olga haben sich übrigens auch bereit erklärt, dem Silberbrotpaar am frühen Morgen nach dieser Feier eine Privatvorstellung aller vier Akte des Schwanengesangs im ehelichen Schlafzimmer dazu geben. Interessierte Nachtschwärmer sind auf ausdrücklichen Wunsch des Silberbrautpaares eingeladen, dieser Vorstellung beizuwohnen. Neben dem Ballett ist Frank ja bekanntlich auch ein Freund des klassischen Gesangs. Dabei lassen aber leider auch seine Defizite in der zuhörerfreundlichen Gesamtdarstellung dieser Kunstwerke leider zu wünschen übrig. Frank ist auf uns zugekommen und hat gesagt, liebe Herrenvereinsmitglieder, und würden jetzt bitten, den Frank nach vorne zu kommen, gegenüber von seiner lieben Planke. Und würden jetzt mit Unterstützung einiger Mitglieder des Herrenvereins deiner Bianca deinen Wunsch erfüllen. Und hier ist der Text. Herr Kapellmeister, bitte das Bianca-Lied. Gut, dass ich die Berner geheiratet habe. Ja.
Jetzt Ende der Laiendarstellung. Wir kommen jetzt zum unbestrittenen Höhepunkt des Abends. Ja, es ist uns gelungen, unter Ausnutzung sämtlicher zur Verfügung stehenden Beziehungen, die wir haben, drei Ausnahmekünstler zu verpflichten. Sie sind auf allen Bühnen der Welt bekannt. Umjubelt und gefeiert auf der Drei-Rammler-Show des Kleintier- und Geflügelzuchtvereins Römmersruhe. Der Kleidung zerrissen von einem begeisterten weiblichen Publikum anlässlich des 25-jährigen Jubiläumsveranstaltung der Landfrauengilde im Flötelbostel Nord. Und heute, speziell für unser Silberhochzeitspaar hier in Großenberg. Unser Dank geht an Ralf und Uwe Deppemeyer für die Unterstützung dieser Aufführung. Begrüßen Sie mit uns, liebes Publikum und liebes Silberbrautpaar, aus den drei bekanntesten Opernhäusern Italiens. Aus Palermo, aus Venedig und aus der Skyländer, Mailänder Skala, die drei Tenöre.